Ja, herzlich willkommen zu meinem neuen Unboxing. Ich bin der Matthias vom Cyberblog und wir sind der Corporate Blog von cyberport.de, der Elektronikshop ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff. Ich packe mal heute das MSI WinPad aus. Das ist mit Windows 7, wenn mich nicht alles täuscht. Home Premium, ja. Hat natürlich keine Tastatur, 10 Zoll WSVGA Bildschirm. Konnte interessanterweise mit einer Intel Atom Z530 CPU, die man ursprünglich für MIDs gedacht war. Also, netterweise ist eine 32 GB SSD eingebaut, 2 GB DDR RAM und das Ganze funkt noch über Bluetooth und natürlich WLAN mit Endstandard. Batterie hat 2 Zellen, wird hier angegeben, aber das soll uns jetzt mal nicht groß stören. Ich schau mal, dass ich den geöffnet bekomme. Schere habe ich hier. Der auch ein bisschen dick ist. Also das Siegel ist ziemlich stramm. Ich kriege das glaube ich nicht hin, ohne das zu beschädigen hier. Auch wenn es ein bisschen peinlich ist. Ich schneide es einfach raus. So, habe ich es doch tatsächlich noch aufbekommen. Wer hätte das gedacht? Ups, nicht, dass uns das umfällt. Kommt uns auch weit das Tablet entgegen. Warum lange zögern? Halte ich es gleich mal in der Kamera. Tüte ist schon mal recht schick. Werde ich aber nicht brauchen. Okay, und das ist das MSI WinPad. Ja, ein glossy Bildschirm hat es wohl. Ja, die technischen Daten habe ich gesagt. Intel GMA Grafik. Solche Sachen kann man sich ja auch im Shop ansehen. Auf der Rückseite ist hier offensichtlich eine Kamera. Ich gucke einfach mal direkt, was da für Anschlüsse dran sind, beziehungsweise was für Tasten dran sind. Wenn man vorne anfängt, hier ist ein Kamerabutton, Lautstärke, lauter, aus und geringer. Und ein OK-Button. Hier auf der linken Seite sind LEDs offensichtlich dahinter versteckt, da sind nur Zeichen zu sehen. Und die werden sicher leuchten, wenn das Gerät dann in Betrieb ist. Dann gehen wir mal praktisch von vorne aus, wenn das jetzt unser eigentliches vorne ist, dann die Unterseite praktisch. Hier ist zuerst mal, wenn ich das richtig sehe, ein Druckerport bzw. ein Docking Station Anschluss. Das heißt, man kann da irgendwie auch eine Tastatur zum Beispiel anschließen oder mehr. Direkt daneben, ich hoffe, da sieht man auch alles. Direkt daneben befindet sich ein SIM-Karten-Slot, das heißt, da kann man auch mit Surfen dann entsprechend unterwegs über UMTS, weil unterwegs gibt es ja nicht so häufig WLAN. Was da drin ist, weiß ich momentan nicht. Das ist vielleicht nur eine Halteöse, wenn man das Ganze in der entsprechende Dings stellt. Auf der rechten Seite geht es dann weiter mit USB-Adapter und Strom. Auf der Rückseite haben wir wie gesagt die Webcam, Bluetooth und WLAN jeweils einzeln schaltbar. Finde ich ganz nett. Powerschalter und auf der anderen Seite dann nochmal Kopfhörerausgang. Mikrofoneingang fehlt, könnte man sagen. HDMI-Ausgang und daneben nochmal kleiner Cardreader mit Quickspring. SD-Karten passen da standardmäßig rein, der wird sicher auch ein paar andere Sachen fressen. Was man aber jetzt schon sieht, ist, dass direkt das ganze Fingerabdrücke sammelt. Okay, da kann man aber mal drüber hinwegsehen. Es geht ja um die Funktionalität und darum, meine Vorurteile gegenüber diesen Tablets abzubauen. Das hier ist zum Beispiel ein altes Netbook 10 Zoll. Das wäre jetzt der neue Tablet, ist praktisch nur so groß wie der Bildschirm, allerdings in der Breite, in der Tiefe natürlich ein bisschen mehr. Aber ich guck mal, was noch sonst noch so in der Kiste ist, denn da gibt es ja sicher noch ein bisschen Zubehör. Der Akku wird fest eingebaut sein, da wird man nichts machen können. Hier kommt aber auf jeden Fall erstmal ganz viel Papier entgegen. Ein Quickstart Guide, die Windows Home 7, Windows 7 Home Premium mit CD, wenn ich das richtig erfühle. Garantiehandbuch. Treiber, CD, obwohl auch da kein CD-Laufwerk dran ist, da muss man sich dann eben behelfen.
Ja, Compliance Booklet, oder auch immer das bedeutet, weiß ich jetzt gerade nicht. Kommen wir mal zum Rest der Hardware. Hier noch das Netzteil. Die Daten des Netzteils sind jedenfalls 19 Volt, 2,1 Ampere. Ausgang. Wie gesagt, das Gerät hat nur eine 2-Zellen-Batterie. Und jetzt weiß ich auch noch nicht ganz genau, wie viele Wattstunden da drin sind. Die Höhe ist 18,5 mm. Die Außenmaße sind 274 x 173 mm. Wie gesagt, 800 Gramm. Anschluss für Docking Station war das okay. Und ich wollte eigentlich noch wissen, wie der Akku, wie stark der ist, aber es ist schon hier nicht. Achso, doch da und 4200 mAh, okay. Also, das ist nicht ganz wenig, das ist okay eigentlich. Auch wenn es eben nur in 2 Zellen verpackt wurde. Super dicke, harte Kabel dabei. Ist ein bisschen, wenn man bedenkt, dass es ja ein Mobilgerät sein soll, ich weiß nicht genau, wie ich das bezeichnen soll, unpassend vielleicht. Unglücklich, sagt man glaube ich im Fußball. Er spielt ja heute unglücklich. Also eine etwas unglückliche Auswahl. Nicht so schlimm, ich tue das mal eben wieder weg. Da ist die Kamera kurz ausgegangen, ich glaube der kann nur 10 Minuten aufnehmen. Kein Problem. Ja, wird mir ja angeboten, Windows normal zu starten. Offensichtlich hat die Einrichtung schon jemand gemacht, wie dem auch sei. Hauptsache, ich kann mir da einen neuen Benutzer einrichten, sonst müsste ich das nochmal löschen. Ja, wie gesagt, das ist aber jetzt soweit nichts Besonderes. MSI WindPad W100-232W. Bitte nützt mir nicht übel, dass ich mir langsam die Bezeichnungen nicht mehr merken kann. Es sind einfach zu viele einzelne Buchstaben und Zahlenkombinationen dabei, die nicht erklärt werden, woher sie kommen, dass sie irgendeinen Sinn haben, nehme ich mal an. Manchmal nur aus der Logistik, manchmal auch aus der Hardware heraus. Ist aber egal, ich richte das ein, wie gesagt, mache einen Testbericht und dann könnt ihr darüber lesen auf cyberblog.de. Mein erster Eindruck ist erstmal, dass es ganz schick ist. Ich werde es mal mit in Zug nehmen und gucken, ob man damit unterwegs vernünftig was machen kann. Wie gesagt, nachzulesen auf cyberblog.de. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, der Matthias. Tschüss.